Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wow, ich stehe hier vorm Eingang und es geht direkt los in die nächste Kampfrunde, weil die greifen hier ja sowieso an, ohne Ende. Ich habe jetzt ein bisschen gelevelt und Geld gesammelt gehabt, dass sie nochmal pennen gehen können und habe auch gerade schon ein Zelt noch benutzt, sodass wir in die Höhle gleich nochmal gehen können, weil ich glaube, einen anderen Weg gibt es gar nicht, um weiterzukommen. Mittlerweile ist sogar ihr Nahkampf ein wenig besser, aber ich bin jetzt nicht hier, habe jetzt nicht mehrere Level gelevelt oder so, nur ein bisschen noch gespielt. Ja, und dann zeige ich euch gleich auch nochmal, was Lydia jetzt eigentlich kann. Weil sie hat auch noch ein bisschen was dazugelernt und das ist natürlich cool. Kruzifix? Was ist denn eigentlich ein Kruzifix? Das will ich jetzt mal wissen. Items. Kruzifix. Heb Fluch auf. Ah, okay. Das ist natürlich auch gut. Und was wollte ich jetzt? Ich wollte hier in die Magie reingehen bei ihr. Und dann seht ihr hier, sie kann Vita. Sie kann mittlerweile auch Vitra. Sie kann Sicht. Das heißt, man kann hier in diese Karte gehen. Habe ich zum Beispiel in dieser Höhle auch noch nicht ausprobiert. Was interessant ist, weil jetzt sieht man, dass da noch zwei Kisten sind, die wir noch nicht hatten. Ich glaube, das ist aber, weil ich da gestorben bin. Ich glaube, die hatten wir schon, aber egal. Sie kann Medica, das ist sehr gut, weil sie halt fast alle Zustandsveränderungen aufheben kann. Konfus kennt ihr, glaube ich, noch. Und Lähmung. Also sie hat auf jeden Fall schon ein bisschen was dazugelernt. Schwarzmagie. Elimini. 10 MP in Labyrinthen eine Etage zurück. Ach, das ist ja cool. Das kenne ich gar nicht. Und Blitz kann sie auch. Schlaf und Gift. Und beschwören den Schokobo. Das können wir dann ja mal machen, wenn starker Gegner kommt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass wir jetzt hier so eine Magierin bei uns haben. Ich sollte hier nicht so wild rumlaufen. Ich gehe mal lieber hier lang. Zu den Kisten. Portion und Jungfernkuss. Das kennt man noch. Ich glaube, das hebt Frosch auf. Ja, müsste Frosch aufnehmen. So, die kennen wir ja noch. Schwarzmarkie, wir machen mal direkt hier irgendwas auf die. Ich habe übrigens auch auf Aktivkämpfen gestellt. Wir warten nicht, wir kämpfen jetzt hier aktiv gemeinsam. Das ist ein bisschen spannender noch, glaube ich. Ist auch egal, wir machen die Typen hier fertig und alle anderen auch. Leider hatte ich mit ihm gekämpft und sie war tot. Sie war ja irgendwie versteinert oder tot, ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Jedenfalls ist er dadurch ein bisschen schneller abgelevelt, der Cecil, als die Lydia. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, das bringt uns alles wieder. Ah, Naruto hat sie noch bekommen. Ist sie jetzt besser als die, die wir schon hatten? Naruto? Ist die besser? Ist es ein Unterschied? Ich habe jetzt einfach mal die Attacke. Das ist irgendwie dasselbe, ne? Okay. Irgendwas vom Kopf. Vielleicht finden wir noch mehr Ausrüstung. Das wäre natürlich schön. Mach mal Magie hier auf die Sicht bitte einmal. Weil wir dann nach unten gehen, nach ganz links und dann nach oben. Nur, dass ich das mal weiß. Wie viel kostet mich das hier eigentlich, die Sicht? 5 MP, okay. Das geht ja noch. Aber ich will es auch nicht zu oft machen. Weil wir wollen MP sparen. Wir haben zwar noch zwei Zelte, aber zwei Zelte sind nicht viel und sind in einer schwierigen Höhle schnell verbraucht, wie ich finde. Deswegen wollen wir sparsam umgehen. Was ich auch gut finde, ist, dass die Lydia als Magierin direkt die hinteren zuerst erledigt, während er sich um die vorderen kümmert. Und als normalen Angreifer finde ich, das ist alles sehr gut aufgebaut, also sehr logisch. Und das ist auch gut so. Wir machen den mal einmal fertig hier. Weg mit dem Igel. So, wir laufen weiter. Schnell, schnell. Oh, er hier wieder. Können wir das denn schon? Wollen wir noch ein Zelt benutzen? Wir sind hier damals nicht weitergekommen. Wir haben es gegen ihn nicht geschafft, ne? Ich kann ein Zelt auch nur draußen benutzen, fällt mir ja gerade ein. Dann nehme ich mal eine Portion auf jeden Fall für sie. Dann ist sie wieder ein bisschen mehr dabei. Und dann würde ich doch ganz gerne einmal hier speichern, wenn das geht.
Aber das kann ich hier auch nicht. Das kann ich nur draußen. Dann werde ich das Wagnis eingehen müssen. Mehr kann ich, glaube ich, nicht machen, um die beiden... Ja, wir machen es einfach mal. Du Rittersmann, du beherrschst die Schwarzkunst, wenn ich mich nicht irre. Ich bitte dich, schließe dich mir an. Was ist geschehen? Meine Tochter Anna wurde von einem Süßholz rasmenden Baden betört und ist mit ihm auf die Burg gegangen. Ich spüre Unheil von der Burg ausgehen und fürchte um meine Tochter. Anna sagt dir, dann müsst ihr der weise Teller sein. Fürwahr, der bin ich. Achso, Teller, Weise, es ist gar keiner, gegen den wir kämpfen sollen. Hä? Hatten wir nicht das letzte Mal hier an der Stelle aber irgendwie voll den Kampf gehabt? Na, egal. Ich kam hierher, um meine Tochter hinterher zu eilen. Allerdings vermag ich nicht, den Wasserweg zu passieren. Im See unterhalb haust ein riesiges Ungeheuer. Ich muss dich warnen, dieses Ungeheuer ist sehr stark. Mit meiner Magie allein kann ich es nicht bezwingen, aber mit deinem Schwert und deiner Schwarzkunst bin ich zuversichtlich. Dieses Mädchen, sie ist eine Schwörerin, habe ich recht? Und eine überaus Begabte noch dazu. Auch wir sind auf dem Weg in die Burg. Dann ist es entschieden. Verlieren wir keine Zeit. Okay. Der weise Teller hat sich angeschlossen. Okay, wir haben ein neues Mitglied. Hallo Teller-Typ. Damals waren da die Kisten, ne? Egal, wir gehen mal nach rechts. Weil wir sind damals auch hier lang gegangen, soweit ich mich nicht täusche. Wir kämpfen jetzt zu dritt, das ist auf jeden Fall gut. Und mal Schwarzbrust hier. Du. Machst den fertig. Und was kann er hier jetzt? Er kann Vitra, Stumm, Teleport, Konfus, Medica, Engel, Blink. Aha. Dann Feuer mal. Das ist auf jeden Fall ein Zauberer-Typ. Magier. Kann er die alle wegbashen hier. Immer gut zaubern zu können. Je mehr Zauber, umso besser. Greif mal normal an. Spar mal deine MP, Lydia. Und normaler Angriff ist bei ihm sowieso 7. Okay, das ist nicht viel. Dann macht das jetzt der Sizzle. Sizzle. Sehr gut. Portion bekommen und wir haben Stufe 15 zu 16 und Stärke ist besser geworden. Sehr gut bei Sizzle. Wenn wir jetzt hier reingehen, was... Oh, dann ist hier Wasser. Aha, aha. Okay. Ich mach mal gleich nochmal die Karte, weil... Nee, mach mal normal Angriff bitte. Weil ich keine Ahnung habe. Wo wir sind und was wir als nächstes finden, wollte ich sagen. An Kisten und überhaupt. Und wenn, dann will ich schon alles mitnehmen. Also wenn man die Kisten schon sieht auf der Karte, dann kann man sie auch mitnehmen. Normalerweise kenne ich das gar nicht, dass man das weiß, ohne dass man halt drinne war. Aber egal. Mit 3 Leuten zu kämpfen ist auf jeden Fall besser, weil es werden halt auch mehr Gegner. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir das hier schaffen. Ah. Ether. Okay. Das ist gut, dass ich die gefunden habe. Muss ich hier nochmal nach da gehen? Ich glaube, wir müssen hier sowieso langlaufen. Wenn es mich nicht täuscht. Schwarzmagie. Einmal Feuer bitte auf das Vieh. Und... Du machst bitte auch mal was. Blitz. Einmal. Die können auch zaubern, die kleinen Kinder hier. So, irgendwie voll die kleinen Jungs, gegen die wir hier kämpfen. Ich weiß nicht, was das sind. So, ein bisschen Vitra mal auf die kleine Lydia wäre nicht schlecht. Sehr gut. Geht sie auch wieder besser, dann kann sie auch zaubern. Gut, das hat zwar nichts mit der HP zu tun, sondern nur mit der MP, aber egal. Und ihre Schwung. Und sie kann Frosch. Obwohl ich Frosch nicht unbedingt mag als Zauber. Ich finde das immer so, naja. Können wir da nicht lang? Okay, dann würde ich einmal gerne die Sicht benutzen. Was sind wir und was wollen wir?
Da sind Kisten alle offen und wir wollen nach oben links. Gott, wie kommen wir da denn hin? Wir müssen auf jeden Fall nach relativ weit rechts wieder nach oben. Und dann halt durchs Wasser, würde ich sagen. Ja. So, weiter wieder zurück. Genau, hier nach oben. Und dann irgendwo da wieder ins Wasser, würde ich sagen. Genau. Aber das geht hier gar nicht. Aber das ist ja gemein. Da werden wir uns wohl durchschlagen müssen. Die müssen wir jetzt eigentlich alle platt kriegen. Jetzt macht sie nochmal ihr Eis. Und er greift dann an. Dann haben wir es. Juhu! Ja, wo geht's denn jetzt runter ins Wasser? Das ist natürlich blöd. Irgendwo müssen wir einen Weg finden. Vielleicht ja hier. Irgendwo. Ja, ja, greift ruhig alle an. Lasst euch Zeit. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ich habe auf irgendwas alles gemacht. Was macht er jetzt? Ach, Feuer auf alle. Alles klar. Kannst du auch. Gut zu wissen. Das ist natürlich auch sehr effektiv. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich hier die mal jetzt heilen müssen. Itemsmäßig haben wir ja mal eine Portion. Kriegst du auch eine? Eigentlich hätte Cecil auch eine kriegen müssen noch. Da ist der Weg. Da wollen wir hin. Da kommen wir hin durchs Wasser. Wie komme ich da hin? Menno. Der Weg ins Wasser. Aber nicht den, den wir gerade hatten. Ah. Hoffentlich finde ich den schnell. Genau, kannst du das nicht wieder auf alle machen? Ich habe Attacke Subspirit. Was ist das denn? Keine Ahnung. Wie habe ich das jetzt gerade mit ihm gemacht auf alle? Das habe ich gar nicht so schnell gesehen, was ich da gedrückt habe. Das war auf jeden Fall sehr effektiv. So, mach ihn mal platt hier. Den Bubi. Silberreif. Oh, für wen ist der? Das würde ich jetzt doch gerne wissen. Ist der für sie? Die hat ja schon einen um. Vielleicht jemand anderes? Oh nee, es geht gar nicht, ne? Doch, er kann den tragen. Was ist denn besser? Abwehr 2? Magierabwehr, Abwehr 4. Boah, dann nimmt er den. Würde ich sagen. Genau. Ist der Silberreif ja besser. Wie komme ich hier runter ins Wasser? Woanders? Oh, man muss sich hier schon ein bisschen beeilen. Sonst sind die mir hier, kommen die mir hier zuvor. Oh, Sissel geht's nicht so gut. Aber wenigstens kämpfen wir uns ordentlich am Anfang durch jetzt. Dadurch leveln wir auch schneller ab. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir gegen das komische Seeungeheuer da kämpfen müssen. Weil wir wissen gar nicht, wie stark das ist. Ja, das bringt jetzt eigentlich eh nichts, weil es wird genau. Tellers Stufe angestiegen. Stärke ist er runtergegangen? Aha, okay. Warum auch immer er da runtergeht.
Und noch ein Kampf. Das geht aber auch ab hier. So, mach mal bitte Vitra. Und ihre MP geht weg. Ich bräuchte mal echt was, was ihre MP wieder aufstockt. So, wir greifen den einfach mal so an. Bisschen MP sparen. Okay, er kontert mit Lähmung, das ist auch toll. Aber es ging daneben so und da ist er wieder dran und der macht den jetzt fertig. Sehr gut. Wie kriege ich sie aber mal hin, dass sie ihre MP wieder kriegt? Ich habe nichts für die MP. Nee, doch, wir haben Ether einmal. Dann kriegt sie das jetzt einmal. Und dann muss ich nicht einmal nach draußen laufen. Und dann soll sie ihre Sicht mal einmal bitte nochmal machen. In der Hoffnung, dass wir irgendwie... Sieht man hier irgendwie... Man sieht keine Treppen, wie man hier irgendwie runterkommt. Ne? Das ist voll blöd. Und ich bin hier direkt beim Ausgang. Das ist ja auch schön. Hätte ich mir den Ether auch sparen können. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut und suche diese Treppe, die nach unten ins Wasser führt, damit wir den Wasserweg finden. Weil bis dahin werden bestimmt noch einige Kämpfe kommen und die müsst ihr ja nicht sehen. Also bis gleich. Ja, warum auch immer. Ich denke, man musste durchs Wasser kommen. Man musste eigentlich nur die Treppe hoch und geradeaus laufen. Das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht kompliziert. Aber ich habe viel komplizierter gedacht. Keine Ahnung wieso. Wir schlagen uns jetzt auf jeden Fall nochmal einmal hier durch die Viecher und dann... So. Gehen wir da durch. Mal gucken, ob es dann was wird. Ich bin noch einmal rausgegangen gerade eben und habe gespeichert. Also muss nicht alles nochmal machen. So, mein Lieber, jetzt bist nur noch du übrig. Einer. Du kleiner Scheißer. Aber ich möchte auf jeden Fall einmal... Ja, gut. Werde ich wieder nicht schaffen hier mit der... Genau. Mit dem Heilen. Macht nichts. Aber wo ist das Wassermonster jetzt? Ist es jetzt da drin oder kommt das dann gleich? Ich werde auf jeden Fall mal einmal... Vielleicht einmal doch Magie benutzen. Zwar einmal Vitra auf dich selber. Und wie sieht's aus mit... Nein, mit dir. Du hast 32 von 90, ist auch nicht mehr viel. Dann nimm... Dann doch lieber sie nochmal. Und dann... Nee. Das ist etwas komplizierte Vita auf... Ist ein bisschen besser wenigstens. So. Wo ist jetzt das Wassermonster? Ach, das ist die unterirdische Wasserweg Süden, Untergeschoss 2. Ach so, ist das hier aufgebaut. Alles klar, wir waren gerade bei Untergeschoss 1. Stand da auch gerade. Ich habe auch irgendwie 5-mal Augentropfen oder was bekommen. Dann gehen wir hier durchs Wasser. Irgendwann wird es ja wohl auftauchen. Oh, eine Kiste. Okay, wir kriegen den Erstschlag geschenkt. Mache ich doch mal Blitz auf die Fische. Sehr gut. Weil Wasser und Blitz und so, da dachte ich mir, das könnte helfen. Aber egal, was wir gerade nehmen, ich glaube, das ist alles ganz gut. Eine Portion, das ist immer schön. Dann gehen wir wieder runter. Da geht's da? Ach, da geht's lang. Momentchen mal. Oh, voll der Fake. Voll gemein. Dann nicht. Dann geht's hier lang. Okay. Was sind das jetzt für welche? Oh Gott. Wir machen mal einfach. Einfach machen erstmal.
Was weg ist, ist weg. Und es ist schon wieder so wenig MP. Unglaublich. Das nervt mich immer wieder bei den Magiern bei Final Fantasy, dass sie einfach super schnell immer ihre MP verlieren. Und dann, ja, hab ich eh keine Ahnung, wie es weitergeht. Äther bekommen. Ja, danke. Was ist denn eigentlich erinnern? Erinner dich mal. Was heißt erinnern? Ah, erinnert sich an Eis oder was? Ach, ach, so habe ich das geschafft mit dem. Ach so, wenn er sich erinnert, dann macht er einfach so einen Angriff auf beide oder alle oder. Aha. Mhm. Das ist interessant. Oh, ich habe es geschafft. Wie sieht es aber aus? Wie viele Kisten habe ich hier übersehen? Müsste ich doch ganz gerne mal. Oh oh, eine habe ich übersehen. Hm, die muss ich mir dann nochmal holen. Das mache ich sonst dann aber alleine. So, hier können wir Rast machen, aber das machen wir im nächsten Part von Final Fantasy 4. Leute, viel Kämpfe in der Höhle. Im nächsten Part sehen wir dann, wie es hier weitergeht. Aber wenn er hier noch rastet, ist dann hier auch ein Monster oder rasten sie wirklich nur? Das erfahren wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann!